Ja, moin. Also im vergangenen Video ging es um den Yard Force LMC 34, nö, 38, Schnittbreite 38. Und was ich gemerkt habe, er funktioniert im Großen und Ganzen super, tolles Paket, aber ich war mit dem Schnittbild nicht hundertprozentig zufrieden. Habe auch dann gesehen, dass am Tag nach dem Mähen so ein weißer Schleier auf dem Rasen lag. Und das spricht ja oft für stumpfe Messer bzw. einen unsauberen Schnitt. Und deswegen steht heute ein Backlapping an. Wie mache ich also ein Backlapping beim Yard Force LMC 38? Los geht's! Also als allererstes mal werden die Radkappen runtergenommen. Die sind an drei Punkten geklipst. Bisschen fummelig zum Wegmachen. Und wenn man sie dann auch einmal weg hat, ich mache die gar nicht wieder dran, weil braucht kein Mensch. Weg damit. Dann muss man sich überlegen, möchte ich links oder rechts meinen Akkuschrauber ansetzen? Ich möchte den Akkuschrauber nachher links ansetzen. Safety. So, hier nichts Neues, ein Splint. Heißt Splint weg. Dann so eine Art Unterlagscheibe auch weg und schon kann das Rad weg. So, und jetzt muss man ein bisschen aufpassen, wenn man dieses Teil hier nämlich runternimmt, verbirgt sich dahinter so ein kleiner Mitnehmer. Der Mitnehmer sorgt dafür, dass wenn man den Mäher vorwärts schiebt, dass die Spindel angetrieben wird. Beim Rückwärtsziehen passiert jedoch nichts, also rückwärts nichts und vorwärts Spindel dreht. Heißt, wenn man das Teil wegnimmt, taucht hier dieser Mitnehmer auf. Den sollte man wahrscheinlich nicht verlieren. So. Und jetzt sehen wir hier so einen Bolzen. Der Bolzen hat, ich glaube, ich habe ihn mal gemessen auf 15 plus minus 14,7, also 14,7. Mit einer 15er Nuss könnte ich da also schon drauf fahren, mit so einer Art Langnuss. 15er hatte ich nicht da und bei mir, ihr wisst ja, immer einfach, günstig, schnell. Das heißt, wenn man die 15er Nuss nicht zur Hand hat, dann nimmt man entweder das, was man da hat, oder man muss sich was besorgen. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe jetzt hier eine 19er Nuss übrig gehabt. Langversion. Sieht so aus. Hinten die Aufnahme für den Akkuschrauber. Und dann habe ich im vorderen Bereich ein Loch durchgebohrt mit Gewinde. Blende ich euch einfach ganz kurz ein. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, eben mit diesem Teil hier auf den Bolzen drauf zu fahren und kann dann da, wo der Mitnehmer drin war, kann ich mit meiner Schraube durch. Durch das Gewinde hält das Ganze auch relativ gut, denke ich. Und dann sollte ich die Spindel rückwärts drehen können. So, dann habe ich mir eine Ventilschleifpaste besorgt. Die meisten von euch kennen, die kommt hier aus England. Die war zurzeit nicht verfügbar, beziehungsweise nur mit einer ganz hohen Lieferzeit. Und ich habe keine Zeit. Habe die hier gefunden. Kommt aus Polen. Drobnojarnista Srednjoznjoznista Grubocjanista Drob Sred Grub. Wenn man jetzt noch wüsste, was es heißt.
steht vielleicht grob für grob. Also ich verlinke euch die Paste auf jeden Fall mal unten. Geschickt nämlich, weil man hat 3 Körnungen zur Verfügung und von der Menge her überschaubar. Die will schon raus. Da sehe ich auch schon die Schleifpartikel. Hallo, nicht so viel. Hallo, stopp. Oh. Also die 2 scheint die grobe zu sein. Dann müsste die 0 die feine sein. Auch die lässt gleich was raus. Oh Mann. Also von Optik her scheint es so zu sein. 0 die feine, 1 mittel und 2 dann grob. Okay, wir starten mit grob, heißt mit 2. Wenn mittendrin die Kamera ausgeht, super. Ich weiß jetzt nicht genau, wo es aufgehört hat. Ich bin auf jeden Fall immer noch damit beschäftigt, mit der groben zu arbeiten. Auf ein neues. Zwischendrin kontrolliere ich immer mal wieder. Ich habe vorhin schon mal gemessen und gemerkt, ich komme dem Ziel auf jeden Fall näher. Mal gucken. Ich habe jetzt nämlich hier drüben 39,3 und hier genau 40. Na, schon ein bisschen was. Ich glaube, der Kimmel kommt. So, kurz putzen und dann der Umstieg auf fein. Weiter geht's mit fein. So, jetzt geht das Untermesser wieder weg von der Spindel. Dann wird alles einmal ordentlich sauber gemacht. Und dann kommt der Schnitttest. Mal schauen, ob es funktioniert hat. War mein erstes Mal. Also ich habe gerade mal geschaut, das Teil hat die Schutzklasse IPX1, heißt Schutz vor senkrecht herabfallendem Wasser. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, bitte nicht nachmachen. So, wieder zusammenbauen. Dazu am besten diesen Durchgang hier waagrecht stellen. Dann diesen Mitnehmer wieder einsetzen. Buchse drauf. Unterlegscheibe und Splint. Fertig. Schnitttest. Erstmal das Untermesser wieder ran.
Komm gleich wieder. Muss kurz an die Schneidemaschine. Messer 1 passt. Messer 2 passt. Messer 3 passt. Messer 4 passt. Messer 5 passt. Mitte Messer 1 passt. 2, 3, 4, 5. Und links 1, 2, 3, 4, 4. Messer 1, Messer 2, Messer 3, Messer 4, Messer 5. Boom. So, Abschlussbericht zum Yardforce LNC 38. Zusammenfassend kann man sagen, für den Betrag bekommt man echt ein gutes Paket. 120 Euro habe ich bezahlt. Mittlerweile wird ein bisschen mehr fällig. Jetzt geht es in die Langzeiterprobung. Jetzt muss ich einfach mal schauen, was das Gerät über die nächsten Monate und vielleicht auch Jahre macht. Eins steht jedoch sicher, das Backlapping, das kann man ihm nicht anhängen. Ein Backlapping ist relativ einfach und schnell gemacht. So wie es aussieht, habe ich die Spindel jetzt gut eingestellt. Und zum Abschluss, und darauf freue ich mich jetzt schon die ganze Zeit, weil Backlappen macht nicht wirklich Spaß. Jetzt wird gemäht. Ciao.